ist her bei Blossom Tate, The Sleeping King. Bevor Lily ihren Weg zu den brünen Grotten fortsetzt, macht sie noch einen Abstecher Richtung Süden und erkundet einen weiteren Teil von Südblüten. Immerhin ergattert sie dabei ein paar Herzteile und Energiekristalle, unter anderem durch das erfolgreiche Absolvieren des Parcours der Rennlady. Schließlich betritt die Ritterin die keuchende Moore, in denen Geister ihr Unwesen treiben. Immerhin ist der Marsch durch den Sumpf von eher kurzer Dauer, denn Lily erreicht rechtzeitig den Eingang zu den brünen Grotten, den sie auch sogleich durch das Entzünden der Fackeln öffnet. Lily betritt den Dungeon, in dem sie auch gleich die erste Runde dreht und die ersten Hindernisse überwindet, doch die Grotten versprechen noch eine ziemlich heiße Angelegenheit zu werden. Mäusefreunde und willkommen zurück zur neuen Folge von Blossom Tales of Sleeping King. Wir stehen hier mitten in der brünen Grotte, die wir beim letzten Mal betreten haben. Wir haben schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, haben aber nicht viel gemacht, aber die ganzen Flammen hier, die sich hier schon versammelt jetzt mittlerweile, wenn ich hier gewartet habe. Wir resetten die mal eben kurz den Raum hier. Vielleicht besser, weil ich nicht weiß, ob ich da noch runterkomme so einfach. Genau, wir haben hier noch den Schalter betätigt, der ist hoffentlich jetzt so aktiviert, wenn nicht, muss ich dann nochmal runter. Dann komm einfach da runter, zack, weg durchsäbeln hier, zack. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich hier, warte mal, kann ich eigentlich eine Bombe hinlegen? Wird da auch springen? Nö, genau, wir können jetzt nämlich hier durch den blauen Schalter mal aktiviert. Und dann geht's hier auch weiter direkt und ja, wir können mal kurz auf die Karte gucken, weil scheinbar... Aber wie gesagt, nur scheinbar, ich weiß halt nicht, wie groß die Räume sind, ist die Grotte nicht so groß wie der erste Dungeon gefühlt. Weil ich weiß nicht, ob ich noch nach unten oder nach oben laufen muss und so, deswegen, keine Ahnung, will ich jetzt nicht zu früh urteilen. Vor allem gibt es dann hier vielleicht noch solche Räume wie hier jetzt, wo ich dann einfach mal so ein bisschen warten muss. Hat sich jetzt sowieso gegessen, dieses Thema. Ich weiß, glaube ich, damit mit einem Sprunggang rübergekommen wäre. Ganz ehrlich. Oh, 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 oh. Warte mal, ich darf da reinlaufen einfach und fliegt nicht wieder zurück an den Anfang. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Naja, guck mal, so kann man nämlich auch so einen Dungeon strecken. Ganz schön. Wäre fast nach oben gelaufen, bin ich ganz ehrlich. Obwohl ich den Weg gesehen habe vorher. Ja, das ist das Geile. Man sieht halt vorher, wo es weitergeht. Hm. So. Das ist ein kratzigen Hals. So, jetzt geht's weiter. Oh, diese Scheißflamme da oben, ne? Au. Hä? Warte, ist der Weg nur, wird der immer wieder sichtbar oder ist der wirklich gar nicht da dann? Ich meine, wenn ich da reinlaufe, dann tue ich mir weh. Schon, ne? Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier haben. Hier drin, in der Truhe. Da drin ist ein Schlüssel. Okay, stimmt, den brauche ich ja. Den Hauptraum, stimmt, da war ja was. Gut, dann, ja. Wo geht's da jetzt hin, ist die Frage, ne? Weil vielleicht geht's jetzt einfach nach oben irgendwie, noch eine andere Etage. Und das hat nur das Eckgeschoss, was wir gerade gesehen auf der Karte. Ah, das hierfür. Ah, verstehe. Kann ich jetzt hier runterspringen? Yes. Gut, dann hat es jetzt ja nicht mit der extra Etage, stimmt. Den Schalter gar nicht gesehen, letztes Mal, als ich da rumgelaufen bin, ehrlich gesagt, dass der da einfach unten ist, durch die Tür quasi. Ah ja, so ein Rätsel. Achso, ich muss reinlaufen, stimmt. Oder? Das ist ein Schieberätsel diesmal, ne? Ja, ich glaub schon. So. Das ist einfach, komm. So. Darf ich eigentlich auf der Brote laufen jetzt noch? Aber cool, das ist jetzt hier was anderes ist als im ersten Dungeon. War ähnliche Aufmachung, aber trotzdem anderer Lösungsansatz, sag ich jetzt mal. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Krüge wieder? Nee, kein Herzen drin. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was ist das jetzt für ein Raum hier? Ist hier so ein bisschen Vorgang-mäßig oder was? Ja, nicht Vorgang, wie heißt es denn? Okay, fällt mir der Name nicht ein. Scheiße. Was ich sagen wollte. Aber. Und diese scheiß Fackeln, Flammen meine ich. Fackeln, sag ich schon. Ich will da mal hin. Ich will den Schalter betätigen. Muss ich wahrscheinlich eher auf beiden Seiten, ne? Ja. Ach geil, ich jetzt hier nochmal betätige. Komm, direkt nochmal draufhauen. So, jetzt geht's wieder zurück. Die andere Seite noch. Und dann geht's da in der Mitte weiter, auf jeden Fall. Ich glaube schon, was sie sich hier nur einfallen lassen haben. Ich kann mir dabei gut vorstellen, es gibt, wenn überhaupt, 4 Dungeons, vielleicht auch 5. Achso, was mach ich denn, ich Idiot? Erst rechts rüber, dann in die Mitte. Hab ich doch gerade noch gesagt. Meine Fresse. Sieht auch komisch aus, wenn die ihr Schwert nach vorne hält. Die gute Lily. Weiß auch nicht warum. Ich nicht falsch. So, jetzt hier noch drauf, zack. Krieg ich noch die Mitfahrgelegenheit? Jawohl. Sehr gut.
Dann können wir hier oben durch, solche Säuferkrüge. Mit Herzen drin sogar. Müssen wir mal auf die Wände achten eigentlich. Vielleicht kann ich hier was springen. Ah, hier geht's auf jeden Fall nicht mehr zurück, wie es aussieht. Was ist das denn jetzt für ein Schädel? Da kommt noch einer. Ist schon kaputt. Scheiße. Komm, ich kann einfach durchschießen. Sehr gut. Weg sind sie. Komischen Totenschädel. Zack. Na, ich warte lieber. Den kill ich mal lieber, bevor der jetzt auf mich zukommt. So, zack. Danke für die Herzen. Ah, guck mal hier, seht ihr? Hier ist ein Riss in der Wand. Gerade noch gesagt. Ich bin schon einen wieder übersehen. Wie gesagt, ihr könnt mich da gerne darauf hinweisen, wenn ich welche übersehen haben sollte. Ist ja für die Schrift vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Ich erinnere mich, etwas über Novizen gelesen zu haben, die sich vom Orden lossagten und in die brühenden Grotten flüchteten. Die brachen unsere Regeln und meisterten die Beschwörung von Flammengeistern. Leider kamen alle um, als sie versehentlich einen uralten Dämon in unsere Welt riefen. Nur Exarchokus ist mächtig genug, um ihn nochmal zu beschwören. Ich weiß, dass er das Königreich nie so einer Gefahr aussetzen würde. Ja, dass dieser Hinweis auf den Boss war. Wir müssen scheinbar einen Dämon bekämpfen. Geil, da freue ich mich drauf. So. Oh Gott, was ist da los? Warte mal. Kann ich da nicht die Bombe auf einschmeißen? Zu den Typen? Ah, nicht weit genug, würde ich sagen, oder? Nee. Bombe, einfach Multifunktionswerkzeug mal wieder. Oh, ich kann die auch einzeln triggern hier, ne? Bums. So, noch einer? Ne, so noch. Also, wie viele sind denn hier? Bin ehrlich. Okay, das war's jetzt aber. Wird den Weg ja noch mehr zupflastern mit solchen Stählen, die eh nichts aushalten. Ich würde jetzt irgendwann da mit dem Schild hinlaufen, weil ich glaube eh nicht, der Schild was bringt. Bei so einem Flammenferno. Nein, komm. Für die Wissenschaft. Reicht doch, bringt nichts. Ihr wolltet doch auch wissen, oder? Ob das klappt oder nicht. Ach, es war absehbar, dass es nicht klappen wird. Aber doch mal ehrlich. Okay, keine Herzen mehr hier. Aber der Minibus kann nicht mehr weit sein eigentlich. Oh Gott, wieder ein Schieberätsel. Ja, dann schieben wir den mal dahin. Aber darf ich jetzt auf rot laufen? Nein, darf ich nicht. Er ist auf resettet, alles klar. Gott, einer muss da unten hin. Ups, zu weit gelaufen. Ich gehe auch mit dem Stock kurz lieber weiter. Ne, halt, ich muss den echt erst auch mal reinschieben, da in die Ecke, ne? Zack. Da soll ich bleiben. Na, dahin. Da soll er hin. Da muss ich den, glaube ich, hier schieben. Aber der nach unten muss noch auf jeden Fall einmal. Ne, der muss weiter nach unten. Der muss sogar da drauf, ja. Das hätte nicht der Stein sein müssen, zugegeben. Oh verdammt, wie komme ich jetzt da runter? Ja, ich hätte den oben. Nee, warte mal. Hä? Stopp. Muss den, glaube ich, erst nach links rennen, nach rechts schieben einmal, ne? Kann das sein? Interessant auf jeden Fall. Ja gut, komm, machen wir jetzt einfach so. Ich hab den nicht nochmal verlaufen, weil wäre sehr ärgerlich, wenn ich da nochmal alles machen müsste jetzt. So, dann haben wir den da in der Ecke. Ja komm, der Rest ist jetzt easy. Einfach nach links schieben, ne? Alles. Also der muss noch einer oben danach. Aber nur der eine war schwierig, jetzt den noch reinzukriegen. Perfekt, so. Auch das haben wir gemeistert. Wunderbar. Weiter geht's hier in den brüden Grotten. Ich finde auch irgendwie die Dungeons, die spielen sich richtig gut, ne? Immer schön flüssig und ich auch gar nicht nervig bisher. Kann natürlich auch dafür sprechen, dass die Rätsel nicht so schwer sind, ne? Was ist denn jetzt hier los? So, da kommt die Plattform wieder. Wo ich rauf muss, genau so. Komm her, du Scheißflamme. Wie spreche ich immer da rein? Kann das sein? Oh, shit. Komm weg da. Ey, der killt mich gleich. Wieso? Weg ist er. Einfach weitergehen. Gleich an den Flammenständen, die jetzt hinter mir sind. Weil die nicht zu mir kommen zumindest.
Oh Gott, das war jetzt blöd. Vielleicht lieber in die Mitte wieder, wenn das geht irgendwie. Dafür habe ich nicht tendenziell mehr Chancen, drauf zu kommen. Weiß ich schneller bewegt, das Ding. Ja, jetzt zum Beispiel. Seht ihr? So, wir haben noch 3 Herzen. Aber ja, noch genug Heiltränke, von daher keine Sorge. Und auch Wiederbelebungsblumen waren noch einige. Was ist das? Oh Gott. Die Totengräber. Oder was? Hm, das war's schon. 2 Reihen davon? 2 Pärchen? Ach, da kommt jetzt viel mehr, sag ich ganz ehrlich. Ich nicht sogar ignorieren können. Aua, das hat wehgetan. Das heißt, wahrscheinlich kommt jetzt hier noch viel mehr, aber ja, vielleicht doch. Ey, die Sau schmeißt auch mit Knochen nach mir. Ist jemand bitte jetzt abschießen, den Kollegen da? Ja, danke. Ich trinke jetzt mal einen Heiltrank, ehrlich. Ich bin ein bisschen zu heikel. Wenn ich ehrlich bin. Dafür habe ich sie ja. So. Wenn hier mal alles explodiert, muss ich da ein bisschen aufpassen. Wumms. Auch weg, so. Der Kollege. Das ist auch cool gemacht hier, muss ich sagen. Was macht der denn da jetzt? Da liegt der denn schon auf die Knochen? Ich kann auch irgendwie immer da rein, wenn ich zuschlage, ne? In die Gegner. Seht ihr das immer, wenn ich immer irgendwie da nach vorne laufe, so ein Stück? Scheiße. Passiert hier, da geht's auf, okay. Na, bleibst du stehen, Kollege? Schnürschuh? So. Weg ist er. Hier renne ich durch, oder? Ja. Komm, 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 das schaffen wir ja wohl. Holla. Hier unten habe ich jetzt nicht kommen sehen, sag ich ganz ehrlich. Am Ende. Das Geld nehme ich auch schon. Wir haben 540 Münzen, ist auch nicht übel. Ach, das ist jetzt wieder so ein Rätsel, okay. Kombinieren sie das auch noch hier. Was ja nichts Schlimmes ist. War falsch, oder? Außer ich kann es doch eventuell irgendwie retten. Ne, jetzt habe ich es euch komplett verkackt. Ja, jetzt ist es vorbei, okay. Ich gehe mal hier lang, ist gleich besser. Ja, viel besser. Soll ich irgendwie da hochkommen, ne? Wir haben Teleportationspunkt gefunden. Das heißt wahrscheinlich, dass jetzt hier der Miniboss kommt, ne? Da ist hier schon Ende. Schon der Ende des Dungeons. Oh. Ich hab hier keinen Miniboss. Oder haben wir den schon besiegt? Kann das auch sein? Ich hab's nicht mitbekommen, welcher es war. Oder wird der Miniboss. Wird der Miniboss im ersten Dungeon auch erst zuerst angezeigt? Oh Gott. Der Flammenmagier. Wer wagt es, mein hochheiliges Grab zu betreten? Eine Ritterin der Rose auf einer Mission für den König. Damals war ich ein hoher Magier des Königreichs. Das war vor langer Zeit. Zieht euer Schwert, ich wünsche euch zu sehen, wie sich die heutigen Ritter mit den vergangenen Zeiten vergleichen lassen. Das heißt der Miniboss, oder? Ich hätte auch gerne Magie, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, ich soll mein Schwert ziehen, ne? Wow. Wow, 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 wow. Ach, boah, die macht irgendwie richtig viel Damage, die Bosse, kann das sein, die Minibosse. Ich schieße einfach ganz damit fallen ab. Oh. Hoppa, lass mich aufpassen. Zu viel zu Schaden erschlucken. Der hat überhaupt richtig Schaden? Die Frage. Aber ich muss aufpassen. Außen kann ich einfach wegfliegen. Oh. Und jetzt hier. Bullet Hell oder was? Alter. Ich bin jetzt hier ab. Das sieht ja richtig aus. Ich brauch jetzt meinen Bogen. Ganz ehrlich. Komm ich doch nicht mehr durch. Er nimmt auf jeden Fall schon, ich sehe es. Es leuchtet auch schon rot. Den hält der nicht mehr aus, der Typ. Scheiße, in die falsche Richtung gezielt.
kann jetzt mal wieder drauf gehen? Der Kollege? Nein, immer noch nicht. Oh, jetzt doch noch zielsuchend hier oder was? So ein bisschen. Der ist gelb, ne? Kann das sein? Ich glaube, allgemein recht gut gehalten. Der Ort. Er ist der stark, der Typ. Au. Du Sack. Na, wo ist er? Ach, da ich ihn mit dem Schwert treffen sollte? Kann ich eigentlich jetzt abwehren mit dem Schild? Ja, jetzt geht's, okay. Was Richtung die? Mann! Was für ein Drecksack. Darf nur nicht, ich muss auch nur aufpassen, wenn es explodiert, dann darf ich da nicht stehen. Quasi. Ey. Jetzt hier suchen die Scheiße. Ich nehme alles zurück, von wegen wenig Schaden. Der ist echt gut, der Typ. Das war's aber mit ihm. Wir kriegen einen Bumerang. Eine Truhe von Ellie, einen blauen Bumerang. Diese mächtige Waffe kann mehrere Gegner in einem Wurf treffen. Geil. Jetzt fahren die nochmal direkt aus. Der Hammer. Kann man sowas steuern, oder was? Da war aber echt der Miniboss. Jetzt sehen wir erst den Boss in den Raum, oder? Okay, der Dungeon ist doch viel größer, als ich dachte, seht ihr. Aber wenn ich klar, dass im ersten Dungeon wahrscheinlich dann genauso war. Hoppala. Geil, jetzt kann ich die alle abschießen hier. Muss ich das überhaupt machen? Ist die Frage. Warte mal. Ah, geil. Warte, kann ich da durchfeuern? Ja, kann ich. Aber ich muss noch durchlaufen. Mann, du Sau. Das ist der Bruder auch aus, das ist auch ein Witz, ne? Denke ich mir jetzt gerade. Sag mal, jetzt komm mal her, Kollege. Scheiß Dämon. Ja, komm, wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ist ja wohl klar. Mit den Viecher. Muss ich vielleicht alle treffen? Ich glaube, ne? Mit einem Wurf, glaube ich, oder so. Soll ich Beziehungsmänner erwerben jetzt bitte, jetzt mal ehrlich. Achso, okay. Ich muss ein bisschen nach rechts laufen. Wollte ich zu weit, weil vielleicht fliege ich in die Flammen da. Ja, komm, gehen wir mal hier rein, einfach in den Raum. Schau mal. Alter, was ist denn jetzt? Das ist ja Hammer. Zack, geschafft. Das ist echt ein geiles Item. Auch ziemlich die Umsetzung ist echt geil. Hab ich schon verkackt? Ne, noch nicht, glaube ich. So, muss noch aufgehen, ne? Ja, genau, perfekt. Passt schon. Was passiert jetzt hier? Die Truhe? Nix. So, hier ist aufgegangen, ne? Hier links. Ups. Schön, ich kam von unten. Ja, ja. Oh Gott, ich muss 4 Dinge aktivieren. Und was sind dann unten noch? So, auch so was, soll ich jetzt hier unagieren, oder? Weißt du, war da noch ein Weg nach unten? In dem Raum hier eben? Komm ich nicht durch, ne? Das bringt auch nichts. Sekunde mal. Ah ja, da geht's nicht nach unten. Okay. Hab ich gesehen eben. So, hier muss ich wieder schieben, so wie es aussieht. Die Frage ist, wo fange ich an? Ja, das war schon falsch, glaube ich, ne? Ich behaupten. So, irgendwie da rechts rumkommen oder nicht? Aber vielleicht so. Kann ich den da hinten rüberschieben auf jeden Fall, dass ich da durchkomme? Meine ich. Oder?
So vielleicht, ne? Und einer muss auf jeden Fall darüber. Einfach nur so, weil der muss eh noch hier hoch, ne? So. Müsste es passen eigentlich. Ja, passt. Alles klar. Gar nicht so schwierig. Musst du nur ein bisschen nachdenken. Echt coole Rätsel. Die Schieberätsel, die gefallen mir richtig gut. Kommt mir auch wieder meine Pokémon-Erfahrung zugute mit die Stärke-Rätsel. Sag ich ganz ehrlich. So, kommt nicht mit, danke. Jetzt sind auf die andere Seite rüber. Aber. Ja, der Bumerang. Ohne Witz jetzt. Hier muss ich auch wieder aktivieren. Hier muss ich nur so, also ich glaube fast, das wäre die richtige Reihenfolge gewesen, als hier lang zu gehen. Das war jetzt viel einfacher zu treffen. Ah, ob das aber jetzt immer noch hier einfacher ist, die Frage. Ja, ist es auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe erst wieder nach oben. Weil hier diesmal das Schieberätsel ist. Ich weiß nicht unbedingt den Grund, aber ich tue es mal so, als wäre es der Grund gewesen. Das ist ja noch einfacher, ja. Hier dreht es auch wesentlich ab als auf der anderen Seite. Sag ich ganz ehrlich. Muss man nach Rissen Ausschau halten in der Wand. Auch nicht vergessen. Ist hier ein Riss zufällig? Nee. Leider nicht. Also ich will auch keine Schriftrollen verpassen. Ich will die alle abgeben irgendwann. Man muss ja eventuell nochmal hier rein, wenn ich die vergesse. Ja, aber dafür habe ich jetzt Zweifel euch. Falls ihr da Bock habt, ne, mir zu helfen. Achso, ich muss hier durch. Lass wieder nach unten fahren einfach. War der schon mal weg? So, und jetzt der letzte noch hier. Zack! Einfach, falls er ballert. Die Dämonen heutzutage halten auch nichts mehr aus, ne? Eine Schande für jeden Dämon der alten Generation, sag ich mal. Da war ein Müll, ne? Da war jetzt gar kein Rätsel quasi verbunden, ne? Und die Dämonen da besiegen. Thema lächerlicher. Okay, erstmal Schaden nehmen. Unnötig. Egal. So, hier rüber. Geh ich hier vielleicht mal ein Herz wieder? Ne, schon verballert, ne? Schon verbraucht, glaube ich. Ich hatte schon mal aufgemacht, hab die. Doch, da war ein Herz drin, irgendwo. Aber ich glaube, da so schon gerade, dass ich nicht mehr sehe, dass es wie spawnt. Natürlich auch sein. Ist aber echt ein cooler Dungeon, muss ich sagen. Bisher zumindest. Oh Gott. Gott, die geht sofort kaputt. Ich spawn jetzt auch mal nach dir, die Dinger, ne? Ja, dann kümmere ich mich nur um die Totenschädel. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Einfach sofort kaputt, die Magier hier oder was? Ist da noch so? Scheiße, Dings ist. Ich gehe mal einfach weiter. Sind ich weiter jetzt gegen, sprich doch mal so. Auch der muss einen Schlüssel finden. Wie es aussieht. In dem Raum war irgendwo noch links und rechts ein Raum, den ich rüber konnte. Ah ja, wieder zwei Räume hier, die abgehen. Alles klar. Das hat eins, was ich nicht so richtig ersichtlich finde, gut. Also, scheiße Drachen. Drei Stück auf einmal, oder was? Ich schaue ihn ja durch, ist die Frage. Nehmen die auch schon da durch? Ja, die bimmeln wieder. Die Bimmeldrachen. Die haben einen an der Glocke. Krieg ich schnell kaputt, scheinbar. Da ist gerade noch einer gespawnt. War schon die ganze Zeit viel. Krieg ich ihn echt schnell kaputt dadurch. Muss man sagen. So, hier haben wir nur einen Heiltrank leider drin. Noch kein Riss hier in der Wand, ne? Nee. Leider nicht. Aber wie geht's rüber? Die Magier auch wieder da, so eine Scheiße. Wow. Gut, dass die gerade nicht auf mich gefeuert haben.
Mehr Drachen. Na, kommst du her? Hätte ich einfach keinen Treffer von denen. So, kurz warten, dass wir aufladen wieder hier. Hat der schon mal weg? Mach mich gleich noch kalt, ich sag's euch. Einer von denen. Der ist schon mal weg. Der auch, sehr gut. Nix können die. Hier ist der Schlüssel. Hier oben. Ja, gehen wir doch da durch, ne? Die Tür, ne? Würde ich sagen. Ja, komm, jetzt hauen wir auf hier, Kollege. Hä? Als ob die unverwundbar sind, wenn die schießen. So, weg mit euch. Jetzt einfach hier weiter. Können wir nicht aufhalten. Die Schweine. So. Oha. Einfach mal zerbomben, die Typen. Zack und. Zack, hab ich gesagt. Weg sind sie alle. Was wir überhaupt machen müssen? Die Tür war offen, oder? Herzmitnehmer. Kann ich schaden, ne? Alles nur einzusacken hier. Ja, perfekt. Wieder vollgeladen. Zack, weiter geht's. Dafür war der Raum echt gut. Hier ist noch, ja, noch ordentlich weit, ne? Hier in dem Dungeon. Naja, wird schon. Jetzt muss ich irgendwie da hinkommen wieder. Mit hier hochballern? Nee, ne? Doch, kann ich. Dann ein bisschen einmal aktivieren. Aua. Ruhe jetzt, Karton. So. Da muss ich mich also so weit wegstellen, dass er nur einmal getroffen wird. Oder so durchbonnen, dass der weggeht. Hä? Das trifft doch immer zweimal. Kann ich da eine Bombe hochschmeißen einfach? Hoppala. Was hab ich jetzt gemacht? Haupttaste aus Versehen. Das geht auch nicht. Komm schon. Hä? Was ist das denn machen? Warte, ich gehe auf die andere Seite. Irgendwie check ich da gerade nicht. Da geht's nicht weiter, super. Ah, jetzt. Von der Seite einfach ballern. Okay, ja. Werfen. Habe ich jetzt immer nicht verstanden, aber gut, was soll's. Ich kann doch hier einfach eine Kettenreaktion auslösen, oder? Yes, geil. Hoppala. So, den ist mal da weg, die zwei da. Den da auch noch. Na. Den sollst du schon mitnehmen. Kollegen. Aua. Wie geil das ist, ey. Die Kettenreaktion da auszulösen. Doppler aufpassen. Ich nehme halt nicht alle Münzen mit ausnahmsweise. Aber doch, nehme ich wohl. Kennt mich doch. Da würde ich auch mein Leben für aufs Spiel setzen. Also hier mein virtuelles Leben. In dem Fall natürlich. Mein richtiges Leben natürlich nicht, das ist ja Quatsch. So viel Geld ist mir nicht wert, sag ich ganz ehrlich. So, fast 600 Münzen mittlerweile. Hier sparen sie ein bisschen am Geld, ne? Muss ich sagen, was man hier kriegt. In dem Dungeon. Oh Gott, jetzt spawnen die wieder in der Lava oder was? Das sind Viecher. Naja, die sind ja schon gut zu besiegen. Hier, ich muss das nicht zu oft werfen, ne? Scheiße. Ob ich jetzt zurückgehen, weiß ich auch nicht. Überhaupt keinen Sinn gemacht. Ob ich ihn besiegen wollte. Unbedingt, glaube ich. Sag mal, jetzt hat mal ab, die Scheißflammen. Ich bin nach unten da. So, danke. Ob ich jetzt wieder hier hin, stimmt. Nicht mal runterspringen müssen. Wäre witzig gewesen. Für euch. Ich bin auch gar nicht von genug von dem Dungeon, ne? Ich weiß, es ist mal langsam Zeit, hier aufzuhören.
Ich hätte auch gerne noch einen Teleportationsstand zumindest, vorher wieder, wenn ich jetzt aufhöre. Ja, andererseits, ich komme hier doch schnell hin, ne? Nehme ich jetzt einfach mal an. Dass wenn ich wieder am Anfang des Dungeons spawnen sollte, jetzt dann, wenn ich jetzt aufhören sollte an der Stelle hier. Wir gucken noch mal kurz. Nehmen wir jetzt noch einen Raum mit und dann war es das, glaube ich. Aber hier möchte ich jetzt auch nicht aufhören, so mitten im Gang. Ja, immer noch ein Gang, ne? Das war gleich schon da, ne? Das ist nur noch der Raum hier quasi. Ja, ne, es geht noch nach unten sich gerade. Okay, ist nicht nur der Raum. Ich frage, wie der nächste Raum aufgebaut ist, klar, aber. Oh, jetzt kommen aber viele. Knochenmänner. Mann, ich habe keine Energie, ich Idiot. Sind wir hier verpulvert für die Viecher hier? Auf der, in dem Gang. Leider schräg nach oben werfen. Das ist echt schade. In Ruhe. Kann noch einer raus. Könnt ihr denn jetzt sein? Komm her, Flammensäcke. Bin gleich down. Aufpassen. Im Herz, ja, danke. Hab ich jetzt eins gekriegt? Ich weiß gar nicht, glaube. Ah, doch, das könnte der letzte Raum sein. Hier, ja, komm, dann machen wir den jetzt noch. Jetzt sind wir ein bisschen länger dran. Ah, ne, hier ist der Teleportator. Komm, dann machen wir den Raum. Bisschen nur noch den Stadtteil betätigen. Machen wir das beim nächsten Mal. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen bei euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich mach mal eben die Flammenmann hier kaputt. Dann würde ich mich selber ein Like freuen und dann gehen wir nächstes Mal dabei. Dann werden wir wahrscheinlich den Boss hier schon in den Angriff nehmen mal wieder. Der dürfte hinter den Arkaden hier sein, hinter mir. Hinter Lady. Und ja. Schaut ja noch hier vorbei. Ich fand gleich hier nochmal ein Zelda-Abenteuer, was jetzt nicht unbedingt zu Blossom Tales passt, aber allgemein hier, weil es Zelda-like ist, ne, ihr wisst schon, habe ich jetzt hier mal schon erzählt, glaube ich, brauche ich nicht mehr erwähnen. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Basukasu.